Wunderschönen guten Tag zu dieser ersten großen Ausgabe der Nerd News im Jahre 2019. Und für 2019 gibt es auch wieder eine neue Folge Gespräche vor der Nerdwand mit einem sehr interessanten Thema, denn dieses Mal geht es um Missverständnisse zwischen YouTubern und Zuschauern. Wer da mal reinhören will, hier erfahrt ihr eine ganze Menge auch über die Produktion einer aktuellen Nerd News und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Kommen wir erstmal zu dem Thema Hardware, denn es könnte durchaus eine sehr, sehr günstige Variante demnächst kommen, High-End-Spiele auf PCs zu zocken. Denn die GTX 2060 soll angeblich nur $349 plus Steuern kosten. Das heißt, hier in Deutschland könnte man ungefähr mit 400 bis 450 Euro rechnen und dafür die Leistung einer 1070 Ti bekommen und noch das Raytracing-Feature obendrauf. Auf jeden Fall eine interessante Grafikkarte. Quantic Dream, die Entwickler von Heavy Rain und Detroit Become Human, haben nun ein neues Projekt auf Twitter angekündigt und man soll sich schon mal auf die nächsten Tage freuen. Hier wird vermutet, dass ein DLC zu Detroit Become Human rauskommen könnte, um nochmal die Storys der einzelnen Charaktere näher zu beleuchten. Seien wir auf jeden Fall mal gespannt, ich habe sehr gerne gezockt und würde mich über einen DLC sehr freuen. Arbeitet Entwickler EA jetzt endlich mal an der Umsetzung der Frostbite Engine für die Nintendo Switch? Das könnte durchaus sein, denn in einigen Stellenausschreibungen und Profilen wird definitiv nach Entwickler für den ARM-Code gesucht bzw. für die ARM-Prozessoren gesucht. Das ist nämlich das Einzige, was die Frostbite Engine momentan noch nicht kann. Die Nvidia-Technik bzw. die Maxwell-Technik, auf der die Switch basiert, ist der Frostbite Engine durchaus bekannt, denn darauf basieren ja auch sehr, sehr viele Spiele und die laufen bereits auf dem PC auch. Allerdings, wie gesagt, ARM-Prozessoren sind noch Neuland für diese Engine. Könnte aber durchaus interessant werden. Eventuell arbeitet EA ja dank dem Erfolg der Nintendo Switch endlich an direkten Umsetzungen, wie zum Beispiel ein FIFA 18 auf der Frostbite Engine. Capcom hat nun offiziell bekannt gegeben, dass man an einem neuen Spiel arbeitet. Da steht allerdings noch nicht ganz fest, was es sein soll. Entweder erwarten Fans jetzt ein neues Resi 8, was wesentlich wahrscheinlicher wäre, oder vielleicht arbeitet man schon an dem Resi 3 Remake. Und das ist ja das große Ding nach dem Resident Evil 2 Remake, was ja schon diesen Monat erscheint und was wir auch live auf Twitch spielen werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sehr man sich an die Story gehalten hat, denn Leon wurde ein bisschen umgedichtet, sagen wir es mal so. In der Originalstory kommt er zu seinem ersten Arbeitstag zu spät, weil er Liebeskummer hat und zu viel Alkohol getrunken hat. Jetzt im neuen Teil ist es nur noch so, dass er auf den Einsatzbefehl wartet und nachdem keiner kommt, geht er zur Polizeistation. Und das ist, naja, gefällt vielen Fans nicht so wirklich gut, aber ist noch verkraftbar. Epic bahnt sich nicht nur an, der große Konkurrent von Steam zu sein, sondern will jetzt auch dem Android Store, also dem Play Store, Konkurrenz machen. Das hat man nun offiziell angekündigt, um auch hier wieder so ein paar eigene Leute abzufischen. Schon Fortnite ist ja nicht in dem offiziellen Android Store erschienen und wird auch wahrscheinlich nicht mehr darin erscheinen, weil man natürlich die Margen nicht haben will, aber nun will man auch da den Store ausbauen. Was haltet ihr davon? Konkurrenz ist ja immer gut, aber natürlich auch immer ein bisschen komplizierter dann für den Endverbraucher. Michael Pachter hat mal wieder zugeschlagen und der hat sich nun zur aktuellen Lage von Sony geäußert, die ja dieses Jahr bei der E3 nicht erscheinen werden und er nennt sie einfach mal Dummköpfe. Er sagt, die Präsenz auf einer E3 ist extrem wichtig im Jahre 2019 und sagt, selbst wenn man 15 Milliarden Dollar dafür ausgeben müsste, würde das noch nicht reichen, um diese Reichweite einer E3 zu erhaschen. Ich bin da ganz anderer Meinung, um ehrlich zu sein. Ich glaube einfach, dass die Abkehr von Messen, die einfach im Laufe der Jahre viel zu teuer geworden sind, ein normaler Prozess ist. Und hier müsste man durchaus auch mal an die Messe rantreten und vielleicht neue Preise verhandeln. Aber vielleicht seid ihr ja anderer Meinung. Mir wird Sony auf der E3 fehlen. Es ist ja immer noch ein Highlight. Aber auch Microsoft macht ja schon vorher die Show, genauso wie Nintendo offiziell auf der E3 auch nicht mehr so richtig dabei ist, sondern nur noch die Direct macht und da einen Stand hat. Aber auch neue Details zur Xbox Scarlett bzw. zur nächsten Xbox-Generation gibt es, denn hier geht Brad Sams, der Insider von Microsoft,
davon aus, dass man vor allem die Xbox mit der neuen Cloud-Technologie zusammenknüpft. Ähnlich wie damals in Crackdown 3, wo ja die Physik der zusammenstürzenden Häuser durch die Xbox Cloud bzw. Microsoft Cloud berechnet werden sollte, aber ich glaube am Ende nicht so umgesetzt wurde. Und hier will man noch viel mehr darauf gehen, solche Features zu nutzen, und zumindest Sony könnte da nicht mithalten, da man dafür nicht die passende Infrastruktur hat. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Spiele weiterhin Retail bleiben und dass man die auch noch in 20 Jahren zocken kann. Aber ich bin ja sowieso ein Nostalgiker, aber sagt mal eure Meinung dazu. Aber wir wissen, ist ja die Konsolengeneration und Leistung nicht alles. Das zeigt ja vor allem die aktuelle Generation mit der Nintendo Switch. Und deswegen investiert Sony in ein neues Game Studio in San Diego. Und die sollen filmreife Spiele herstellen. Ich meine, Sony ist ja mit vielen Studios schon nah dran. Siehe Quantic Dream oder auch die Uncharted-Reihe bzw. Last of Us mit Naughty Dog. Aber kann ja nicht schaden. Mehrere Analysten haben sich auch 2019 zu Wort gemeldet zur Nintendo Switch, und hier hat man durchaus ein paar interessante Details fallen lassen. Da jetzt jeder einzelne Analyst so ein bisschen die News sprengen würde, fasse ich das mal kurz für euch zusammen. Einige von denen gehen davon aus, dass definitiv ein neues Nintendo Switch Modell erscheint. Es könnte eine kleinere Switch sein, also im Handheld-Betrieb, ohne abnehmbare Joy-Cons, und es könnte eine Switch Pro Version sein. Davon wird auf jeden Fall ganz fest ausgegangen, und ob man da jetzt beide Versionen bringt oder eine davon, steht natürlich noch nicht ganz fest. Außerdem geht man vor allem für die günstigere Version der Nintendo Switch davon aus, dass sie langsam den 3DS ablösen wird, der ja immer weiter schwächelnde Verkaufszahlen hat. Und hier braucht man halt ein Modell unter 200 €, der seinen Platz einnimmt. Und außerdem ist man sich einig, dass die Nintendo Switch definitiv Marktführer im nächsten Jahr werden wird, weil auch PS4 und Xbox One langsam in den Übergang der nächsten Generation PlayStation 5 und Xbox Scarlett gehen werden. Alle Statements aller Analysten findet ihr unten in der Beschreibung. Furukawa, der aktuelle Nintendo-Präsident und der ja ein bisschen jünger ist als seine Vorgänger, hat sich nun zum Erfolg von Super Smash Bros. Geäußert und hat gesagt, dass das Spiel vor allem die Leute wieder an Bord holt, die momentan Nintendo den Rücken gekehrt hat, einfach weil man so viele alte Inhalte in dem Spiel drin hat, wie zum Beispiel alle Charaktere und die ganzen Stages. Das heißt, hier holt man vor allem die Leute ab, die auch damals schon Smash Bros. Gespielt hat. Aber das reiche nicht, meint er, und er geht fest davon aus, dass auch viele neue Spieler dabei sind. Das nächste Ding, was er geäußert hat, ist, dass Smash Bros. Die Nintendo Switch an diese 20 Millionen Grenze, die man ja bis Ende März 2019 haben will, definitiv ein gutes Stück näher gebracht hat. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, denn Ende Januar findet ja die neue Investorenkonferenz statt, und da erfahren wir dann genaue Zahlen. Und hier kommen wir mal zu einer neuen Sektion, die es schon mal gab, aber die ich euch nicht vorenthalten will, denn ein paar interessante Themen sind noch aufgetaucht. Die Gerüchte sind wahr geworden, Persona 5 R wurde nun angeteased mit einem PlayStation-Trailer, deswegen ist die Nintendo Switch-Version gerade noch ungewiss. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, ob diese auch noch angekündigt wird. Aber man munkelt ja, wie gesagt, über eine Nintendo Direct noch in diesem Monat. Valve's Steam-Plattform stellt offiziell den Support für Windows XP und Windows Vista ein. Da die Betriebssysteme auch von Microsoft nicht mehr supportet werden, ist es Valve's Empfehlung, definitiv mindestens auf Windows 7 umzusteigen. Es gibt mal wieder einen neuen DLC-Streit. Bei Black Ops 4 könnt ihr für euer Visier nun einen roten Punkt kaufen. Das ist nichts anderes als ein paar zusammengeklatschte rote Pixel, und die kosten erstmal 1 €. Wer Bock drauf hat, kann sich diesen Spielvorteil sichern. Ja, wer es braucht. Und noch ein interessantes Detail, Crysen, der ja schon ewig an einem Remake von Ocarina of Time arbeitet in der Unreal Engine 4, hat nun den ersten spielbaren Dungeon rausgebracht. So könnt ihr das komplette Dorf Kokiri bewundern und nebenbei noch den Deko-Tree lösen, und der hat sogar einige Überraschungen. Wer jetzt keine Lust hat, sich das auf dem PC zu installieren oder vielleicht gar nicht die Hardware dafür hat, unten ist der Link zu Domi, der hat das mal durchgespielt. So, das war die aktuelle Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Eine große News zum Anfang des Jahres. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal oder vielleicht ja sogar diese komische Glocke, wenn die irgendwas bringt. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, an
diesem Samstag startet die neue Neverending Challenge auf Twitch. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Trailer ist ganz am Ende, hinter den Outtakes noch an dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Valve-Steep. Wer da mal reinhören wollt. Quantic Dream, die Entwickler von Heavy Rain und die In der Originalstory geht um diese Reichweite von Sony zu erhaschen. Ich bin da eher anderer Meinung, denn hier wird vermutet, denn hier geht Brad Sams davon aus, also das ist ja... Aber wie wir wissen, ist der Leistung im Konsolensektor nicht anders. Das zeigt die aktuelle Gander. Aber und deswegen investiert San Diego. Mehrere Analysten haben sich auch 2019 sofort. Da jetzt jeder einzelne Analyst so ein bisschen die Furukawa, der aktuelle Präsident von Nintendo und der ja bekannterweise ein bisschen jünger ist als die Vorgänger, hat sich nun zum Erfolg von Super Smash Bros. Geeignet. Quatsch.